wie Pleistozän 8. Ja, Uga, Uga, mein lieber Wildsauritten der 8. Wunderbare Höhle hast du dir doch ja, geschaffen. Ja, ist eine grosse Einzimmerhöhle. Ah ja, ich muss eben meine Höhle auch ein bisschen renovieren. Dürfte ein bisschen Werkzeug ausleihen. Selbstverständlich. Super. Ich bräuchte einen Hammer unbedingt, dann natürlich eine Wasserwaage, ein Päckchen Nägel, wenn es möglich wäre. Ein Bohrer. Das ist ein 8er. Hättest du mir den 11,5? Selbstverständlich. Du, wenn auch mal etwas brauchst, ungeniert. Du, gell? Danke vielmals. Ich wohne dort hinten in dem Berg mit dem Loch, drin, wo man so reingeht. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao. Ah, schau hier, er wieder. Hoi, hey, schöner Rock. Ach, danke vielmals. Meine Frau hat jetzt gerade ein Mammut erlebt. Mm. Und das ist aber ein bisschen schwer zum Abtransportieren. Etwa 3 Tonnen. Ja. Hast du irgendwas von mir? Etwas, was so... Etwas, was man irgendwie dreht. Rund? Ja, ja. Schau mal, ich hätte das hier. Super, das ist ja perfekt. Ja, ein Tablet. Schau, kannst du es auftun? Okay, gut, ja, dann... Ja, hoi! Hoi, du! Gell, du, hast gemerkt, draussen ist sau kalt geworden. Ich brauche eine Kappe. Hättest du echt nicht eine? Ja, also kannst du die haben, die brauche ich sowieso nicht. Komm, das ist aus der Altsteinzeit, das Ding. Ist nicht etwas Modernes? Etwas im jungpaläoitischen Stil? Doch, selbstverständlich. Ah, der ist gut. Hey, hey, der Hut kostet, hä? Ja, wie viel denn? Ja, 20 Steine. 20 Steine? Das schleppt doch nicht so viel Geld um. Ich zahle mit Karte, ist auch gut. Ah, Green Banking. Uga, 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 uga. Hallöli! Lärme, komm in so einen Grind rüber. Hast du noch nie von einem Leute gehört? Hä? Ich auch nicht. Ich wollte heute ein bisschen sammeln. Hättest du mir einen Rucksack genommen? Tütterli, schau mal. Gell? Frischeste Wäsche. Wunderbar, danke. Du, aber sammeln macht das nicht deine Frau? Nein, sie geht jagen. Progressiv wie Führer. Also, man muss schon sagen, bei uns in der Beziehung hat ganz klar meine Frau den Pelz ab. Und bei euch klassisch verteilt. Nein, die ist tot. Oh, Jesus. Du, sie ist alt geworden, schon 23. Also, du kannst mir noch eine Frau einsammeln, auch eine neue. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ah, hübsch, hast du schon die Sommerfell drauf? Ja, sozusagen, weißt du, ich bin zu viel verrossen, ich mache Kunst. Ah, schau mal, wer haben wir denn da? Der Roy Lichtensteinzeit oder der M.D. Warhöhle, der Pfannloch oder ein Picassosaurus? Nein, weißt du, ich habe eine Steinskulptur gebaut. Jetzt sind so immer zwei Steine nebeneinander, so im Kreis aufgestellt. Stonehenge nennt man das. Das ist Kunst. Und jetzt fehlt mir noch so eisernen Querstein. Fehlt mir noch. Da hättest du mir echt so einen? Ja. Selbstverständlich sind wir Nachbarn, oder nicht? Ja, danke vielmals. Oh, ciao. Hallo, da, hast du es gefunden? Oh, da, ja, hier. Du, Entschuldigung, ich verstehe kein Französisch. Nein, Entschuldigung, ich kann wahnsinnig Zahnmöger hinten. Hättest du mir nicht irgendein Mittel dagegen? Klar, schau mal, das. Und das Beste, es ist rein homöopathisch. Ja. Weit auftun. Wir würden gerne eine kleine Sippenparty in der Höhle hinten machen. Hättest du echt ein paar Platten zum Auflegen? Was ich hätte, die Rolling Stones, T-Rex, Dinosaur Jr. Queens of the Stone Age? Ja, selbstverständlich. Ah, super, ist auch eine von meinen Lieblingsplatten. Wow. Läuft die auf 33 oder 45 Kilo? 45, wunderbar. Danke, gell? Du willst, kommst du rüber, gell? Uga, 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 yeah. Juhu! Bruga, bruga, bruga! Das sind schöne Aussichten! Schon wieder Mittwoch! Ja, ja, aber also, leider ist bei uns der heiße Feuer erloschen. Ich habe es gewusst, das wird nichts mit dem Bogen sein wie Eheleben. Nein, 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 unser wirkliches Feuer ist erloschen. Hast du nicht ein Feuerzeug? Aha, sag das doch! Länge das! Endlich wieder grillieren! Grillieren ist super, mach ich auch gerne! Wir machen eben ein Paleo-Diät. Ah, Paleo-Festival, ne? Ciao, Wachsling, gell? Ist etwas los? Ich gehe auf die Suche nach Bronze. Nein, komm, der Bronze-Hype ist gleich wieder vorbei. Die Zeit der Bronze wird noch kommen. Ja, wie denkst du? Woher gehst du? Ja, zuerst mal über die Berge Richtung Süden. Dort wird es dir kalt. Komm, nimm noch die wollige Unterhose mit. Du mit deiner Eiszeit-Paranoia. Mach's gut. Ja, du halt. Wie heisst du eigentlich? Ötzi. Also Ötzi, früher nicht ein, gell? Mach's gut, ciao.